Okay. Ja, ich freue mich, dass so viele Menschen jetzt dabei sind. Für das Vertrauen, vielen Dank. Heute bin ich allein. Ich war in Nürnberg, erzähle ich euch gleich. Eben mit Alexander Wagand. Wird erst wieder morgen möglich sein. Ich bin eben vor kurzem eine halbe Stunde gekommen. Alles auspacken, alle Geräte. Und wieder alles einstellen, testen. Und bin ich jetzt da. Erstmal freue ich mich wieder auf morgen mit mehreren Gästen. Und gebe euch einfach ein paar Informationen für heute. Und ich weiß es nicht, ob sich jetzt einfach heute auch ein Thema entwickelt. Ihr könnt mir gerne ein Thema suggerieren oder einfach auch selber geben. Ich mache jetzt Skype auf. Wir werden bald einen Chat auch in die Webseite einbetten. Der Klaus arbeitet dran, ganz lieb. Alex und Klaus, die sind jetzt natürlich wieder zu Hause, weil die Kinder zur Schule gehen, Raum Stuttgart. Und Klaus wird demnächst auch bald wieder kommen. Das heißt, wenn jemand einfach auch Richtung von Stuttgart Richtung München fährt, die nächsten Tage, würde mich einfach auch freuen, das abzusprechen, damit einfach auch Klaus wieder kommen kann und wir auch weiterarbeiten können. Es gibt viel zu tun. Es gibt neue Seiten zu machen. Eine neue Seite für das Kinderkongress. Eine neue Seite für das, was im Bier in Starnberg einfach auch organisieren wird. Für neue Genau, das ist 5. und 6. Juni, Kinderkongress. Und wie gesagt, die Termine sind einfach auch noch nicht im Netz. Das haben wir eigentlich noch nicht geschafft. Und genau, mit Pia Kongress für neues Bewusstsein in Starnberg, 3. und 4. Juli. Ich freue mich drauf. Mal gucken, ob ich die Kamera ändern kann. Wir haben normalerweise natürlich schon viele Sendestationen, aber manche haben sich einfach auch beschwert, die Qualität, weil viele haben das einfach mit Webcam. Mit Webcam ist es okay, aber dann sind viele Leute vor der Kamera gekommen, dann konnte man nicht richtig sehen, war nicht jemand, konnte nicht jemand an die Regie machen. Deswegen haben wir einfach auch gedacht, habe ich gedacht, das jetzt zu reduzieren. Weil es sind schon 30, 40 Leute, die auf Sendung gehen könnten. Aber dann sind die Themen nicht rechtzeitig da oder die Sendungen werden nicht beworben. Deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, machen wir langsam lieber Veilchen. Die Stuttgarter können das schon. Oft bei der anderen Sendestation ist vielleicht das Audio oder die Webcam ist einfach zu klein. Und deswegen lieber gehe ich dann einfach auch auf Sendung oder ich fahre dahin, wo die Leute auf Sendung gehen wollen. Und ja, und dafür machen wir weniger
Sendungen, aber dann können wir ein bisschen auf die Qualität achten. Und dass eigentlich auch genug Leute einfach da sind. So. Sorry, ich muss einfach auch Regie machen, Audio prüfen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Okay, nochmal, erstmal heute war ich in Nürnberg und ich habe so was ganz Tolles erfahren. Ich kann es euch kurz zeigen. Ich hole mal das mal. Ist einfach eine neue Firma entstanden, eine große Firma, die mit innovativen Technologien arbeitet. Natürlich, die Videos werden wir euch dann zeigen, die werden wir schneiden und gut vorbereiten. Und es gibt praktisch, diese Initiative hat einfach Blockkraftwerke entworfen, die überall aufgestellt werden können und jeder Mensch kann sein eigenes Blockkraftwerk auch haben und das, was da rauskommt, einfach auch verkaufen. Gesetzlich müssen die Energiekonzerne das übernehmen für günstiges Geld und wie gesagt, das war sehr interessant und bleibt einfach auch gespannt, denn wir werden einfach auch diese neue Organisation einfach auch vorstellen. Praktisch sind einfach auch große Container, die überall aufgestellt werden. Das sind diese Blockheizkraftwerke, die auch nur mit erneuerbaren Energien eingespeist werden. Jeder kann einfach auf sein Grundstück oder auf mehrere Grundstücke kleine oder große Kraftwerke aufstellen. Das scheint einfach eine gute Geschäftsgrundlage zu sein. Ich kenne mich nicht so gut aus, nur für alles, was ich heute gehört habe. Ich war den ganzen Tag 500 Kilometer gefahren, schnell wieder hierher gefahren deswegen bin ich einfach jetzt ein bisschen ja, nicht so vorbereitet. Ne? Okay. Also waren schon sehr viele Leute der Finanzwelt, sehr viele Leute einfach auch, die sich mit alternativen Technologien auskennen. Waren 160, 180 Leute. Da wurden einfach auch alle Aspekte, diese Finanzierungen. Und es ist wie wenn diese Initiativen Kernkraftwerke überflüssig machen könnten. Und so, nach meinem Gefühl, fühlte sich einfach auch richtig gut an und möglich und alles, was ziemlich rund. Ich meine, ich kenne mich einfach auch technisch nicht so gut aus mit solchen Technologien, aber wie gesagt, wir werden das vorstellen und dann werdet ihr einfach auch sagen können, was ihr wollt. Okay, eben nochmal, heute gebe ich Informationen. Wir konnten keinen Gast hier einladen und ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr Fragen habt. Könnt ihr mich ein bisschen wieder zur Ruhe bringen durch die Fahrerei?
Es ist nicht so einfach, auch entspannt zu sein. Und ja, dann wurde ich einfach auch, eben morgen ist wieder der Alexander Wagand, die Lena Giga, Kristallkind aus der Schweiz. Sie wollte kommen, aber da werden wir sie einfach auch dazu schalten. Und dann wird ein Buch vorgestellt von ein Märchenbuch. Und dann ruft noch ein Kristallkind aus der Schweiz, Alan, der einfach große Organisationen aufgebaut hat. Das heißt, morgen werdet ihr wieder mit Informationen einfach auch gut bedient sein. Heute gibt es nur mich. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ihr könnt gerne skypen. Ich grüße alle. Okay. Nochmal einfach auch die Einladung. Es ist das dritte Mal, dass ich diese Einladung gebe. Ich lade euch ein, in alle Städte Gemeinderäte zu bilden oder Räte, freie Räte, die keine Macht ausüben, die einfach auch nur nach innen gehen und die einfach das Umfeld spüren, heilen, ermächtigen und herzlich, herzlich, herzlich neue Gesetze zu machen. Von Herzen. Oh, schön. Hi Peter, grüße dich. Wow, aus Wien. Jophiel, oh wow. Jophiel, schöne Energie. Peter, vielleicht könntest du uns etwas channeln heute. Ihr seht, ich könnte gut Hilfe brauchen. Vielleicht könntest du mal gucken, die Tagesenergie ansagen. Dann könnte ich mich entspannen. Und komme einfach auch dann richtig an. Aus Wien. Wenn du möchtest. Ich weiß, viele ist nicht einfach, viele trauen sich nicht. Aber was soll's? Ihr könnt anrufen, ihr braucht auch nicht euch zu erkennen zu geben. Ah, wow. Schön. Das heißt, du rufst jetzt an und startest einfach mit einem Mantra. Nicht über Skype. Nee, Peter, nicht über Skype, übers Telefon. Ich habe das nicht. Sorry. Über Telefon. Ich habe hier Vista Ultimate. Und wenn du die Nummer einblendest, kann ich dich einfach auch anrufen. Also ich habe hier keine Möglichkeit intern über, das kann ich einrichten, über Vista Ultimate, über XP, ich habe auch noch XP. Wow, Madeleine, danke schön, dass du energetisch hier bist. Ja, manchmal ist man durch den Wind. Okay, wenn der Peter ist bereit aus Wien, uns eine Mantra zu schenken.
Peter, soll ich dich anrufen? Okay, wird schon einfach auch anrufen. Madeleine, wie ist das Wetter in Mallorca? Gibt es schon Sonne? Okay, dann rufe ich dich an. Hallo, hallo. Das ging ja schnell. Du musst den Stream leiser machen bei dir. Sonst hörst du mich dann 10 Sekunden später. Gerade kennengelernt und schon musst du arbeiten, ne? Warte mal, ich prüfe, ob man dich hört. Okay. Also das ist Vertrauen, ne? Ja, schön. Okay. Alexander Wagan, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Aha. Warte mal, ich muss dich kurz ein bisschen lauter machen. Warte mal. Ganz kurz. So, ich glaube, dass jetzt besser ist. Magst du noch kurz was sagen? Ja, natürlich, ja. Hörst du mich jetzt besser? Ah, du hörst das auch, ne? Ja, ich höre das mit. Okay, gut. Okay. Ich bräuchte eigentlich jemanden. Okay, gut. Dann begrüße ich dich sehr herzlich. Schon geht es mir besser. Schon ist meine Laune anders. Schon fühlt sich meine Haare richten sich vom Winde. Ja, schön. Was machst du? Jophiel, ist deine Helferenergie oder deine Meisterenergie? Oder nennst du dich einfach so, wenn ich fragen darf? Ah, das ist eine Art Helferenergie, die ich seit 10 Jahren mit mir sozusagen mitschleppe. Und na, mitschleppe ist nicht. Es ist einfach eine innere Qualität und ja. Oder die Helferenergie schleppt dich mit. Die schleppe mich mit sozusagen. Schön, Jophiel mag ich gerne, ne? Mag ich sehr gerne, ja. War schön. Und die Mantra, du hast gesagt, du kannst für uns Mantra singen. Mit welcher Absicht? Der Entspannung oder einfach so? Oder. Es ist gleichzeitig eine Entspannung und auch eine Aktivierung, die ich vor kurzem kennenlernen durfte und die uns von einem russischen Heiler zur Verfügung gestellt wurden. Und die würde ich gerne dir und sozusagen allen Beteiligten übermitteln. Wow, welcher russische Heiler, wenn ich fragen darf? Das ist Grigori Okay, kenne ich nicht. Okay. Schön. Grabovoi. Und ja, da könnte man jetzt lang sprechen, aber ich glaube, es ist einfach einmal eine Idee, einfach dieses Mantra, diese Energie zu übermitteln. Okay. Sofern ich das jetzt einfach auswendig über den Äther bringen kann. Aber es wird schon klappen. Schön. Sowieso auf dem Geisterheiler-Kongress haben wir 3 bis 4 russische Heiler, ne?
Okay, dann lade ich jetzt kurz noch alle Zuschauer. GTV ist einfach auch, ist zum Mitfühlen und man verpasst etwas, wenn man einfach mit den eigenen Gefühlen nicht geht. Und ich lade alle ein, Peter, ne, zu genießen. Ja, bitte. Okay, gut, wow. Dann leg los. Ist ganz kurz, aber trotzdem ganz intensiv. Und ich sehe meinen Kristall der Seele. Und ich gebe den Impuls auf Aktivierung der vibrierenden Struktur. Des Kristalls der Seele. Nach der Norm des Schöpfers. Und jetzt kann jeder sich in diese Energie hineinfühlen. Und jeder wird jene Teil bekommen, der für ihn gerade wichtig und notwendig ist. Es mag bei dir vielleicht entspannend sein, beim anderen wieder aktivierend. Und bei den dritten einfach glücklich machend, harmonisierend. Ja, und die tiefen Sinnen. Wünsche ich allen viel Frieden, Freude, Kraft, die Wonne und die Ruhe des Abends. Ja. Weißt du, was für ein Bild ich jetzt gesehen habe? So wie wenn sich alle Zuschauer sich jetzt hingelegt hätten, ne? So, ich habe gesehen jetzt blub, Wow. blub, blub, blub und alle Zuschauer haben sich nach hinten hingelegt auf den Boden und sich voll, so voll einfach in die Entspannung gegangen, ne? Hast du Zuschauer gespürt? Ja. Und was hast du Ich habe gespürt? es gespürt, ja. Was hast du gespürt? Ich nehme die Duschau so einfach als Wellen, als Energien wahr und wie ich Mantra gesprochen habe, wurden alle irgendwie so verbunden und es ist dann so eine Art Feld der Entspannung entstanden. Ja, und es war einfach wunderbar. Das ist sicher auch völlig eine ganz neue Erfahrung. Und trotzdem geht ganz locker. Eben, sorry, ich werde das intern jetzt möglich machen. Brauche ich ein paar Freunde, die mir helfen, damit das Audio besser ist und deine schöne Stimme. Madeleine sagt: Danke, Peter, für deine Liebe zu uns. Sie ist spürbar. Ja. Ja. Und Danke, du. Empfang ist nicht so gut. Aha, okay. Sagt noch. Okay. Schön, schön. Wunderschön. Aber jetzt ist hier alles heller. Hast du das Licht angemacht? Es ist unglaublich, wie die Farben dann anders sind. Nach einer Minute
Fühlt vielleicht auch, macht alle ein bisschen die Augen auf und guckt euch das Licht an im Raum. Das ist hier alles heller. Okay. Jo, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch was erzählen? Ja, ne, es ist spannend, wenn man so den Bogen von Mantren, von Entspannungen zu deinem vorigen Beitrag über die Energiekraftwerke. Das ist ganz ein anderer Aspekt. Und ich bin ganz gespannt sozusagen, was du uns da in Kürze präsentieren wirst, weil an und für sich ich seit langem schon sozusagen nach alternativen Energiequellen auf der Suche bin, von Tesla, Staubberger und so weiter. Und ich denke, es ist die Zeit reif, dass hier auf diesem Sektor viel Positives geschieht. Ja, es ist am Explodieren, überall, egal mit wem ich spreche, ne? Das geht jetzt überall ab und wir können jetzt zusammenkommen und neue Dimensionen erschaffen. Richtig, richtig, also täglich, ne? Solche fantastische Leute kommen einfach auf uns zu, die einfach ganze Sachen übernehmen, ganze Kongresse, ganze Organisationen. Ist natürlich ist eine Entfernung einfach oft da, aber diese Schnelligkeit, wovon einfach auch Alexander einfach auch gesprochen hat, hat einfach auch mit Begeisterung zu tun, ne? Schön. Schön. Okay, und dir Okay. geht's gut, ne? Wow. Hast du dich auch entspannt, mit entspannt Ja. oder? Ne, gell? Das. Wie erwartet, ja. Nein, es ist wirklich ganz locker gegangen. Alles, was man für sich macht, ist auch für die anderen, ne? Ja. Ja, okay. Vielen Dank. Okay. 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 Bis dann, ne? Kannst du gerne Sendungen machen, also täglich uns entspannen. So, der Klaus hat immer zum Schluss ein Märchen erzählt. Das fand ich Ja. einfach toll, ne? Ja, Ganz super. toll, ne? Wäre natürlich eine Frau besser, aber wenn eine Frau das nicht macht, ist ein Mann auch okay, ne? Okay. Gut, dann bedanke ich mich, ne? Und Ja, bis dann. bis dann. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Wow, ist ein Geschenk. Also gerade kurz angeskypt. Und gleich gechannelt. Also auf Mallorca, es ist dunkel, starker Wind, Böen vom Meer, also Regen angesagt, sagt Madeleine, der nicht kam und es ist eiskalter Wind. Diese Woche nicht wirklich gut zum Urlauben. Man hört ihn leise hier. Ja, ich habe einfach zwei große Mixer, aber eben die müssen auch bedient werden. Ne? Betet oder meditiert mit, dass hier einfach auch richtig eine Crew kommt, die sich einfach auch ums Technische kümmert. Also da würde ich mich sehr freuen. Im Grunde genommen, GTV ist unser Sender, ist nicht mein Sender. GTV ist einfach auch für alle da. Sind schon 1000, 2000 Leute mindestens schon auf Sendung gegangen. Und wir sind auch in deren Seite eingebettet. Das heißt, in den Livestream seht ihr mich. Aber sonst war oft zeitlang auch immer andere Leute. Und ich freue mich einfach auch, wenn man andere Gesichter sieht, die Vielfalt. Und natürlich habe ich einfach gesehen,
Das ist, ja, Sendungen zu machen ist nicht immer einfach. Okay. Wien. Also ich grüße wirklich von ganzem Herzen Wien. Ich möchte in Wien ein Zweitageskongress für intuitive Künste oder veranstalten und suche einen Träger. Vielleicht kann das Pulsar machen, vielleicht also irgendeine Messeorganisation. Ich habe die Künstler und ich möchte einfach Wien als Hauptstadt machen, der intuitive Wissenschaften und intuitive Künste machen. Ich bekomme die Information einfach sehr, sehr oft, dass wenn Hilfe kommt, vielleicht machen einfach auch der Prinz von Liechtenstein ist mit uns, der einige große Künstler in München, wenn ihr in Wien, wenn ihr sie kennt, einer der wie heißt der? Der hat ja einfach auch schon zugesagt. Aber ich warte, bis eine richtige Welle kommt, dass wir in Wien einfach 2, 3 Tagen nicht irgendein Musikfestival oder Kunstfestival, wo es einfach jeder sich ein bisschen darstellt. Ich möchte ein Festival machen, wo die Akademie der intuitive Künste weltweit mit Wien als Zentrum einfach gegründet wird. Es hat einfach mit dem Territorium zu tun. Und für mich, ich bekomme ständig diese Information seit Jahren, dass ich das einfach auch machen soll. Und ich bin vorbereitet. Künstler, intuitive Künstler, die die Fähigkeit haben, jetzt Musik zu machen für die Leute, die jetzt da sind, für das Territorium, wo wir jetzt sind. Und für die Urzeit, so wie Alexander auch oft sagt, für die Urzeit, für die Jetztzeit einfach auch zu machen. So damit Kunst wieder den Wert wieder bekommt, den man der Kunst weggenommen hat, wenn man singt oder tanzt, nach dem Tanzen und nach dem Singen bist du nicht mehr die gleiche oder der gleiche. Das ist das Einzige, was ich unter Kunst verstehe. Wenn man auf die Bühne gegangen ist, 10 Minuten später, alle Zuschauer und Künstler haben neue Erkenntnisse. Vielleicht ist in der Kunst eine Emotion bearbeitet worden oder ein Thema, das Tagesthema oder die Ängste oder egal das, was genau in dem Moment einfach auch in der Luft ist, ne? Das heißt, ich verstehe unter Kunst nur 10 Minuten später, auch als Publikum, ob du willst oder nicht, bist du einfach ein anderer Mensch, ne? Einen anderen Mensch. Du hast etwas in dir transformiert. Gucken, wie Audio ist. Ich gucke, wie die Lautstärke hier ist. Das ist ganz gedreht. Ja. Ah, ach so, okay. Ah, das war durch den Transport hatte sich ein Rad gedreht. Das hatte ich nicht wahrgenommen. Sorry. Oh, Madeleine, dann war dein Laptop sicher zu leise, ne? Eben, ich lade schon ein, so diese Sachen richtig in die Hand zu nehmen. Guckt mal, was Pia in Starnberg gemacht hat. Ne? Die hat angefangen, hier und da zu telefonieren und die hat echt Götter. Guckt euch und da bei Kanal 1, guckt euch einfach, was steht da? Pia Ranis Starnberg. Die Manuela Jakob, die hat eine Praxis, wunderbar. Schöne Praxis. Praxis Aurora. Dann die
interviewt. Die Ingrid Kemina, die gestern auch hier waren, die Manuela Jakob, Dr. Med Herbert Wiedergut, der einfach Mediziner ist und Künstler und Heiler. Wow. Er wird auch demnächst hier kommen in unser Studio. Haben wir geschafft, einen Termin zu machen. Das Studio hier wäre voll jeden Abend, wenn jemand hier rumtelefonieren würde, so wie die Pia. Wie gesagt, die Pia hat an einem Tag so viele Götter zusammengebracht. Dann waren die Künstler einfach auch da, Christian. Und dann Ernst-Fried Laupe war auch da, Leiter der Philosophie-Café. Und weitere, ja, und die Tänzerin, die wird auch hierher kommen. Die, wie heißt sie? Simran Anke Gazda. Also guckt euch in Video on Demand, also immer in den Stream, entweder unten im Menü oder rechts in JTV, seht ihr einfach auch, da ist das Fenster 24-Stunden-Schleife, wo ich nur wenige Video lasse, weil sonst stocken die. Und im Video on Demand kennt ihr einfach auch Pia Reines-Sandberg. Das war vor 3-4 Tagen. Und das heißt, was Pia in kurzer Zeit organisiert hat, ich musste da wirklich nichts machen, ich musste einfach auch nur gehen und die Sendung machen. Also das wünsche ich mir eben zum Beispiel für Wien, für das Kinderkongress hat Elisabeth schon die Texte geschickt. Wir kommen nicht danach, weil wir müssen eine Internetseite neu machen oder dazu machen. Eins für Kinderkongress und eins für das Kongress für neues Bewusstsein Starnberg von Pia. Und auf der Fraueninsel haben wir da auch vor mit Ingrid auch ein Göttinnen-Treff zu machen. So, das heißt, es macht Spaß, wenn du sagst, so wie die Verena einfach in Freiburg, es macht Spaß, ruf einfach auch die schöne Menschen in dein Umfeld, bringe sie zusammen, wir kommen zu dir, ich komme gerne zu dir und da machen wir eben tagsüber. Ist ganz wichtig, ist ein bisschen eine Taktik von mir. Erstmal muss jeder gesehen werden, auch wenn in Vorträgen 30 oder 60 Leute da waren, manchmal auch 100, dass jeder kurz sich vorstellt oder dass man kurz auch die eigene Stimme, die Stimme des Menschen einfach auch hört. Ne? Und deswegen machen wir diese Treff. Erstmal jeder stellt sich vor, machen wir eine kleine Videoaufzeichnung mit den eigenen, ob Mutter oder Profi oder Sänger, egal was, dass jeder sich einfach auch vorstellt. Und nachdem jeder sich einfach auch gezeigt hat und das wurde einfach auch aufgezeichnet, dann können wir zusammen kommunizieren. Also erstmal, jeder will gesehen werden und das ist richtig so. Sonst will sich jeder profilieren, wenn man auf Sendung geht, was ich eigentlich auch verstehe. Und das heißt, wenn du Kinder, Kristallkinder oder Indigo-Kinder überhaupt kennst, bitte teilt das der Elisabeth mit. Wir werden ihre Daten, ihre Kontakte oder uns, wir geben das gerne weiter. Und weil das wird das erste Weltkongress, wo Kinder als Referenten da sein werden. Und ich habe tolle Kinder kennengelernt. Die können einfach sprechen. Die geben ganz klare Anweisungen, ganz klare Informationen. Deren Antworten sind fast nicht von dieser Welt, weil sie einfach auch so erfüllend sind. Ne? Und wirklich stellt euch vor, in der Uni
egal wo im Parlament. Das ist einmal, ich glaube, in der UNO geschehen. Kommt ihm ab und zu ein Kristallkind, der die Wahrheit sagt, der sagt, was Sache ist. Und ich möchte, dass nur vielleicht eins oder zwei Erwachsene, aber sonst grundsätzlich, dass nur Kinder Referenten sind. Und viele wissen das nicht, was die Kinder können. Das ist überhaupt, Bücher darüber gibt es zu 100, aber lasst mal die Kinder sprechen. Und entweder muss man sie dann umbringen, weil die lösen einfach solche, man fühlt sich dann so begrenzt, ne? Oder muss man die bewundern und dann einfach auch ermächtigen, in die Spitze einfach der Führung zu sein. Deswegen helft gerne mit in unser Geistheiler-Kongress, da morgen kommt, bekommen wir Hilfe. Die Ulrike. Oh, jetzt wird geskypt. Oh, Madeleine hat Lautsprecher angebracht. Wow, toll. Danke. Nur für GTV hast du Lautsprecher gekauft. Okay. Und wenn ihr einfach niemanden kennt, eben guckt gerne einfach in Google, schreibt an alle Organisationen, wenn ihr Indigo oder Kristallkinder gibt. Es gibt Tausende, Zehntausende. Und gibt einfach einen Hinweis auf diesen Kongress. Ne? Wie gesagt, das Kinderkongress wird 5. 6. Juni sein. Und Kongress für neues Bewusstsein 3. und 4. Juli. Ja, das fände ich toll, weil es wäre schade, weil einfach nur weil wir hier nicht zum Telefonieren kommen, wenn nicht wir das optimal organisieren können. Natürlich in all unsere Aktivitäten kannst du gerne einen Teil übernehmen, kannst du dir gerne einen Bereich übernehmen. Wenn du das Fulltime machen willst, kannst du einfach auch daraus deinen Lebensunterhalt herausholen, selbstständig, ne? Also nicht als Angestellter, sondern in Bereiche, wo du möchtest. Im Bereich dieser neuen Technologien, man kann Millionen, Milliarden verdienen, wenn man sie richtig einsetzt. Also ich weiß noch nicht wie, weil ich habe zu wenig, aber das kommt noch. Das ist immer ich bin die Vorhut. Jo, also. Ah, das habe ich jetzt hier. 12. genau. Ah, genau. Morgen kommt hier. Wo ist das? Pierre Engelhardt, Fantasie aus Duredan und die Magie der Quelle. Für jeden leicht gemacht. Dann kommt, oder nee, der wird anrufen aus der Schweiz, Alain Amun von Tribal Dance, Urwissen und Weisheit, der alte Tempelhüter. Natürlich, jeder spricht da die eigene Sprache. Gestern Ingrid auch mit ihrer Art, sie spricht ihre Sprache und wir werden uns daran gewöhnen, dass jeder Außerirdisch spricht, weil jeder anders ist. Jeder, wenn man authentisch ist, dann spüre den Menschen, spüre die Vibrationen, was vibriert. Ne? So wie Peter einfach auch gesagt hat, ich habe diese Vibrationen gespürt, die von Peter einfach auch ausgelöst wurden.
manchmal folgt nicht intellektuell, spürt den Mensch. Und also ich kann euch empfehlen, in unser ungarischer Kanal, GTV ist ein ungarischer Kanal, da hatten wir damals eine Weltmeditation gemacht, gesendet, live gesendet, aus Budapest. Und haben wir Englisch, Ungarisch, ich liebe es zweisprachig zu machen. Und die ganze Aufzeichnung sind, könnt ihr jederzeit in unser ungarischer Kanal einfach sehen. Da haben sich also für Heilung und für alle, die von Krebs geheilt wurden, waren hunderte von Leuten in dem Stream, ein paar tausend. Und da haben sie zum Schluss, hat die Melinda vergessen, auf Englisch zu übersetzen, und sie hat eine Meditation geleitet. Und ich rate euch, schaut euch das letzte Video von, das heißt Feng Shui, ich glaube, Feng Shui Magazin, oder also in das ungarische Kanal, ne, das findet ihr schon in GTV. Und er hat euch die letzte Aufnahme, sie spricht Ungarisch, sie hat vergessen, Englisch zu übersetzen und spürt halbe Stunde lang, was sie sagt auf Ungarisch. Und ich kann wirklich das empfehlen, weil da macht ihr wirklich die Erfahrung, dass die Sprache unwichtig ist. Wenn ihr nicht versteht, flippt nicht aus, sondern spürt den Menschen. Ihr habt, ist eine einmalige Chance. Ich war viel im Ausland, auch Tschechien oder Kroatien oder Slowenien war ich viel. Und ich war glücklich, wenn ich die Sprache nicht verstanden habe oder wenn die Dolmetscher einfach auch nicht dabei waren, dann habe ich einfach genossen, die Sprache, die Musik der Menschen, wie sie gesprochen haben, wie die Gesichtszüge waren. Und ich habe mitgelacht, auch wenn ich es nicht verstanden habe. Ja, ich empfehle, diese Erfahrung zu machen. Okay, und eben nochmal für jeder, der eine Sendestation aufbauen möchte, egal wo, wir haben 35 Kanäle, also könnten hunderte von Leuten aktiv werden. Wir grenzen nicht ein, wir schreiben nichts vor, Hauptsache es ist authentisch. Und, oder man wiedergibt nicht Sachen, was andere geschrieben haben. Das ist eine E-Mail von Mentor. Mentor, bist du jetzt, siehst du mich jetzt oder schreibst du nur so? Wenn du jetzt live bist, dann sag es. Weil dann antworte ich dir die Frage jetzt öffentlich, die du geschrieben hast. Oder ruf sogar an. Bist mit auf Sendung. Gebet hier die Antwort live. Also grundsätzlich, Mentor, falls du einfach auch jetzt hörst, ich liebe alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, bedingungslos. Wenn ich eine Erfahrung
die ich gemacht habe, einen Groll hätte, dann hätte ich ein Problem. Ah, okay. Kommst gleich. Okay. Okay, oder wir waren, viele von uns, auch Klaus, in einem anderen Fernsehsender, wo viele Astrologen und Kartenleger gesendet haben. Und dann wurde ich eingeladen, einfach auch Themen zu machen, was ich gerne gemacht habe. Da habe ich einfach auch viel Kunst reingebracht. Und das ist die Frage von Mentor. Und ich durfte fast also viele Freunde, viele Künstler bringen. Und das war für mich sehr schön, die Erfahrung, die ich gemacht habe und die Freiheit, die ich da erfahren habe. Und irgendwann sind dann einfach auch, hat sich etwas verändert, und das war einfach schwierig. Und dann kam einfach ein neuer Kapitel. Aber ich bin grundsätzlich für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch wenn Sachen hier und da schief gegangen sind, für mich nichts geht schief. Und ich bin sehr, 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 sehr reich daraus gekommen. Ihr seht, was hier einfach auch entstanden sind. Und deswegen wäre ich sauer jetzt auf eine Person, hätte ich ein Problem. Denn man kann sauer auf eine Person sein, eine Stunde, 10 Minuten, ein Tag, ein Monat vielleicht. Aber dann, wenn man sich nicht in Gleichgewicht bringt und die Liebe nicht sieht der anderen Person, dann hat man ein Problem, ne? Oder bekommt man Schmerzen oder Krankheiten oder stellt euch vor, jemand hat einen Groll gegen eine Person sein ganzes Leben. Das Mindeste, was kommt, ist Rheuma. Ich weiß, diese Frage haben mir einfach auch schon viele gestellt. Aber die kann ich nur beantworten. Eine Zeit lang hier und da ärgere ich mich oder bin ich enttäuscht oder bin ich traurig oder Mensch, das wäre möglich gewesen oder jenes hätte passieren können. Das mache ich ein bisschen, aber ich verschwende einfach auch meine Zeit nicht mit. Nee, Mentor, ich kann nicht Skype-Anruf machen, nur übers Telefon. So, ich blende die Telefonnummer ein. So, die Telefonnummer habe ich eingeblendet. Na, ich denke, Mentor bringt mich einfach auch auf. Dein Akku ist leer. Okay. Sonst ich kann dich einfach auch anrufen. Oder du kannst über Skype auch. Du kannst über Skype auch die Nummer wählen. Okay. Gut, aber du bringst mich einfach auch auf eine kleine Meditation, dann kann ich einfach auch fühlen. Es gibt Menschen in euer Leben, ein Lehrer, ein Schüler, ein Freund, ein Schüler, ein Partner, den euch enttäuscht haben. Ne? Kann es sein, dass nach Jahren immer noch ein Groll auf irgendjemand habt? Gibt es Menschen, wo ihr noch urteilt oder müde seid oder wütend noch seid,
und wie fühlt sich das an und wo ist das im Körper gespeichert. Ich sage einfach, wenn du Urteilen auf einen Mensch ständig sagst, mein Vater so und so oder der oder die so und so, das kannst du einmal sagen, dreimal, eine Woche, nach zwei, drei Wochen, ein Monat, wenn du weiter wütend auf eine Person bist, es ist dein Problem. Und dein Körper wird zum Problem, weil der Körper speichert das, was du nicht gelöst hast. Und irgendwann kommen Schmerzen oder kommen Probleme oder Unklarheiten. Deswegen, egal was geschieht oder geschehen ist, du schaffst es schon, durch diese Mauer der Wut oder der Enttäuschung oder der Traurigkeit einfach auch zu schauen. Und du siehst den Gott. Stell dir vor, den Mann oder die Frau, die du gehasst hast, du guckst einfach durch diese Grenze, schaust du einfach durch den Hass oder durch die Wut und du siehst, wow, du siehst ein leuchtendes Wesen, eine Meisterenergie. Ob der andere das lebt oder nicht, das ist egal. Ne? Was du siehst, das bist du. Ja, eben, nochmal Mentor. Ich bin schon natürlich von vielen Hunderte von Menschen enttäuscht worden und so. Ich habe so einfach auch viel geschluckt. Ne? Und dann habe ich, was weiß ich, auch, oder kassiert. Ne? Dann habe ich mir die Sachen angeschaut. Und dann habe ich sie verdaut. Dann habe ich es nochmal passiert. Also ich gehe meine Sache durch, aber ich übernehme immer die Verantwortung für mich. Und ich kann vielleicht kurz auf irgendeinen Mensch einfach auch wütend sein oder enttäuscht sein. Kann ich sagen, dieser Mensch ist scheiße oder ist nicht gut. Ich kann mich richtig austoben, aber dann ist vorbei. Dann das Leben geht weiter. Und würde ich weiterhin auf einen Partner wütend sein oder enttäuscht sein, das ist wirklich, das ist nicht gut. Deswegen, die Zeiten, die habe ich verdaut und die habe ich vergessen. Vergessen nicht, aber einfach, ich bin wirklich glücklich für die Erfahrungen. Wenn ich es gewusst hätte, natürlich davor hätte ich die Erfahrung nicht gemacht, aber jetzt danach würde ich das nie vermissen. Das waren schöne Zeiten, aufregende Zeiten. Viele haben einfach auch gelernt. Und ich habe viele schöne Leute kennengelernt durch diese Erfahrung. Viele Götter, die jetzt einfach auch in GTV sind. So. Also, dann fragt, wie kam es überhaupt zum Streit zwischen euch? Ich habe mich eigentlich nie gestritten. Und das konnte man einfach auch sehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt, vielleicht können wir das einfach auch danach besprechen, weil viele Zuschauer jetzt, die wissen nicht, worum es geht. Und das sind sowieso alte Geschichten. Ne? Aber grundsätzlich, ich weiß, dass viele Leute ein Problem damit haben. Nur die meisten Leute, auch die in diese Fernsehsender einfach waren, sind jetzt alle zu 90% gute Freunde von mir. Das heißt,
Ich schaue nicht, was nicht gewesen ist, sondern ich schaue einfach, was gewesen ist. Dass mich das Ganze berührt hat, das war eine von vielen großen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und die mich einfach auch haben reifen lassen und die haben mich einfach auch stark gemacht. So. Ja, vielleicht langweile ich euch. Wie gesagt, ich freue mich, in dieser Energie zu sein. Es ist wunderschön. Wenn ihr wollt, könnt ich einfach jetzt ein Thema nehmen, das Thema Streit. Oder ist das Telefon? Funktioniert jetzt das Audio nicht so gut. Ich muss mir was anderes überlegen. Thema Streit. Thema Streit. Ja, soll ich überhaupt was anfangen? Ich weiß es nicht. Soll ich ein Thema anfangen? Wollt ihr, dass ich in ein Thema gehe? Ich weiß nur, heute ist einfach sehr viel geschehen, auch in, da, wo ich jetzt einfach emotionale Intelligenz. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Also, Dankeschön, Mentor. Ja, emotionale Intelligenz. Ich weiß, dass manche das entwickelt haben, aber für mich, Emotionen haben nichts mit Intelligenz zu tun. Natürlich, was die anderen entwickelt haben, die haben recht in der Art, wie sie das einfach auch gemacht haben. Aber für mich, emotionale Intelligenz ist ein Widerspruch. Weil eine Emotion ist für mich ein nicht gelebtes Gefühl oder ein unterdrücktes Gefühl. Das heißt, für mich... Wenn ich einfach lieben möchte, ich möchte lieben, traue mich nicht. Ich möchte lieben, traue mich nicht. Ich möchte lieben, traue mich nicht. Nach einiger Zeit, dieses Gefühl, den ich Liebe nenne, den ich unterdrücke, dann sehe ich jemanden, den ich liebe und liebe Hass. Ah, dann zeige ich meinen Hass. Und dieser Hass ist eigentlich die Liebe, die ich mir nicht getraut habe. Ne? Also für mich, die Emotion ist nicht in meinem Wortschatz. Wie gesagt, wenn jemand anderen was anderes sagt, ist auch okay, ist seine Erfahrung. Aber ich habe mich entschieden, Emotion als negatives, nicht gelebtes Gefühl. Das heißt, die Wut ist eine nicht gelebte Kompetenz, unterdrückte. Ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht. Wenn ich mich nicht traue und mich eingrenze und bremse, dann wird meine nicht gelebte Fühlkraft zu Wut. Deswegen ist für mich, Emotionen sind einfach auch negative verstaute, so Gefühle, die gestaut sind, ne, die sich einfach auch nicht gelebt worden sind. Aber wie gesagt, ich nenne es intuitive Intelligenz, das ist mein Begriff, den ich gerne mag. Habe ich für Jahrzehnte in Europa mit intuitiver Intelligenz unterrichtet und jetzt liebe ich den Begriff organismische Intelligenz. Das heißt, die Intelligenz kommt nicht von den Emotionen, sondern kommt aus den Zwischenbereichen. Alle Wissenschaften
alles, was uns glücklich macht, alle Erfindungen sind aus der Intuition entstanden und nicht aus der Emotion. Und intuitive Intelligenz spricht eigentlich, für mich ist es jetzt auch begrenzt, weil wenn ich sehr bin oder ich höre, ich habe eine gute Nase, das ist eine organisch begrenzte Intuition und ich rate einfach auch alle Leute, die einen Kanal, ein gutes Kanal offen haben, die gut hören, die channeln können oder Gefühl für Musik, sich einfach auch dieses besonders entwickeltes intuitives Organ, die Nase oder ein bisschen nicht zu stärken, sondern zu schwächen, weil eine zu starke Hörkraft oder Sehkraft behindert einfach auch die Wahrnehmung der anderen inneren Meister, die in uns sind. Vielleicht hast du einfach auch eine kommunikative Kompetenz durch die Nieren oder noch eine versteckte Herzkompetenz oder Hara. Also ich empfehle einfach, wo ich jetzt einfach auch ausbilde, ich mache diese Ausbildung, komme ich wenig dazu, aber alle 6 Wochen mache ich am Wochenende, in organismische Intelligenz. Das heißt, wir überprüfen alle unsere Organe, alle unsere innere Meister. Wir bringen sie einfach auch in Gleichgewicht. Wir forschen ein bisschen, welches zu stark, welches zu schwach. Und dann schwächen wir die Organe, die zu stark sind, die zu diktatorisch sind in unser Körper. Stimme, jemand, der einfach die Stimme überdeckt, alle anderen Organe. Das heißt, ich schwäche dann einfach dieses Organ, damit vielleicht die Ohren sich stärken können. Und in alle Wissenschaften, auch die mit dem Körper zu tun haben, auch östliche Wissenschaften, sind die Kompetenzen der Organe sehr studiert worden und jeder Organ, man kann Bücher und Bücher und Bücher lesen, aber man hat nicht den Organismus, das Ganzheitliche im Körper erforscht. Das heißt, wenn ich eine Intuition habe, die mich dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, den Mensch zu lieben, den Arbeitsplatz zu nehmen, umzuziehen, wichtige Entscheidungen. Die Intuition sollte nicht aus dem Bauch sein, nicht aus dem Herzen. Das ist alt. Es sollte aus der Gesamtheit unserer Organe, den ich einfach auch Organismus nenne. Und die Wissenschaft, die ich jetzt forsche, Interesse einfach auch für mich, ist mein Interesse und wo ich einfach auch Seminare anbiete, ist organismische Intelligenz. Also die Intelligenz aus der Zusammenarbeit, der Summe aller meine innere Meister und Talente oder Organe oder Helferenergien, wie ich sie einfach auch nennen möchte. Ich habe oft, wie uns der Peter einfach auch gezeigt hat mit Jophiel, erstmal eine Helferenergie und dann habe ich einfach auch geschaut, dass die Menschen mehrere Helferenergien haben, die im Grunde genommen dein eigener innerer Meister, der jetzt einfach über Jophiel oder gestern war Quan Yin, das einfach über diese Medien einfach auch spricht, aber du bist der Meister für mich, der Quan Yin oder Jophiel einfach nutzt, erlaubt. Natürlich sind die Wesen, die brauchen sowieso die haben kein Ego. Ne? Aber was für mich ganz wichtig ist, dass uns wirklich bewusst wird,
du bist der Meister. Und wenn wir einfach auch es annehmen, dass du der Meister bist, dann hast du ein Problem. Weil dann musst du es rausholen. Dann der einzige Weg, Missbrauch, die Lösung von allen Problemen ist natürlich, wenn mehr und mehr Menschen in die eigene Meisterschaft gehen, die eigene Berufung leben, die eigenen Talente rausholen, pflegen und anwenden. Und ich könnte jetzt für jemand die Kernkompetenz sagen, wenn jemand möchte. Du machst jetzt Spaß. Also ich möchte jetzt gerne, wenn jemand möchte, möchte ich einfach ein Beispiel machen, weil viele sagen, ja, man muss die Talente leben, aber wer macht das schon? Ich kann jetzt dir dein Talent und deine Kernkompetenz sagen, wenn du möchtest. Sei es, frag danach. Wer möchte wissen? Ich kann als Spiegel dienen, nicht, dass ich es weiß, ich lese das nur, was mir deine Seele sagt. Okay, Madeleine, gerne. Ich hatte auch an dich gedacht. Okay. Ja, eben. Weil wir halten uns oft einfach auch zurück, aber wir können. Also, Madeleine hat gefragt, ob ich für sie jetzt die Kernkompetenzen oder die Talente auch jetzt spiegeln kann, die mir ihre Seele als Priorität einfach jetzt suggerieren. Mein Dienst ist es einfach auszusprechen. Okay. Also, in dem Moment, wo ich in meine Intuition gehe, ich bekomme und ich entscheide, wenn du entscheidest, kommen sofort Informationen. Man muss einfach nur aufmerksam sein. So, die erste Information, Madeleine, die ich bekommen habe, hat mit deinen Augen zu tun. Und das heißt, ich nehme einfach als Spiegelbild, sehe ich einfach deine Augen, dass sie einfach so, wie wenn sie zu breit wären, zu ausgeleiert, zu offen, die sehen zu viel. Ne? Und es ist wie wenn deine Augen keine Regulierschraube mehr hätten und dass du ausgeliefert bist an alles, was du siehst und alles, was du, ja, alles, was du siehst. Und wenn man diese Regulierschraube oder Knopf nicht hat, dann ist man ausgeliefert. Man kann nichts machen, man fühlt sich gelähmt, man fühlt sich einfach auch ja, behindert, verhindert. Gut,
So, für meine Wahrnehmung, das wollte ich nicht sagen, ich wollte das nur zu verstehen geben, was jetzt wichtig ist. Das heißt, deine Augen können mit so ein, sind eigentlich, ich sehe sie ganz klein, so wie die Spitze dieses Kristalles, ne? So, ich sehe, dass du mit deinen Augen so punktieren kannst. Jetzt hat jemand eine Bemerkung auf meine Haare gemacht, aber ich will sie jetzt so lassen. Keine Lust, sie zu schneiden. So, deine Augen können so gezielt und so wie ein Laserstrahl, noch kleiner als ein Laserstrahl schauen und Sachen so auf den Punkt bringen. Also, wenn du erlaubst, dass deine Augen ganz klein werden, so wie ein Laserstrahl, die Details oder das, was du durch diesen Strahl einfach auch siehst, das ist sowas von genau und sowas von punktuell auf dem Punkt und sowas wie ein schneidendes Laser und sowas von helfend oder zerstörend oder also dieser Laserstrahl, den du kleiner noch als ein Laserstrahl, den du in deine Augen, den du mit in deine Augen als Kompetenz hast, der hat einfach auch immense, das ist dein Talent und deine Kompetenz, ne? Dieses Punktieren. Und das ist natürlich gefährlich, weil in dem Moment, wo du diese deine Genauigkeit auf Millimeter oder Nanometer genau die Sachen sehen kannst, du kannst ganz genau beschreiben, wie ein Mensch seine Kernkomponenten sind, wie ein Mikrokosmos aussieht, ne? Wie der Kern eines Problems ist, aber so detailliert und so punktgenau, dass dir das einfach auch gesagt hast, nee, ich will nicht arbeiten, ich will einfach. Ich gebe es auf, ich lasse meine Augen missbrauchen. Auf keinen Fall dieses gefährliche Leben des Wissens und des Können möchte ich jetzt nicht. Und da verstehe ich dich, wer will das schon? Wir haben alle unsere Strategien, um das einfach auch zu vermeiden. Ja klar, ob die Augen mit geschlossenen Augen sogar, ich sehe die Energien, die dahinter sind. Aber es ist einfach noch eine ganz andere Dimension. Nicht nur die Energie, die dahinter sind, sondern den genauen Kern, Atomkern oder Zellkern. Du kannst den Zellkern sehen. Und wenn du den Zellkern siehst, dann siehst du den Hauptmotor. Also je kleiner, desto effektiver. Ich glaube nicht, dass es dir noch diese Form jetzt so bewusst ist, aber gerne würde ich das einfach auch vielleicht ein Beispiel machen. Wenn ich dich, okay, wenn ich dich zum Beispiel dazu einlade, mit diesem deinem Blick punktierten, wenn du es annimmst, annehmen kannst, wenn du einfach auch in meine linke Niere mit deinem Laserstrahl gehen könntest und die Kerninformationen. Weil man könnte 30 Bücher schreiben über ein Organ oder über meine Nieren, linke Niere. Aber wenn du auf der
Ebene, der zelluläre Ebene, also der kleinste Teil, meine Niere, auf die kleinste Ebene einfach auch gehst, dann bekommst du Informationen, die so detailliert sind, die so klar sind, die so symbolisch sind, die so Matrix, meine Nieren sind, die mir einfach auch sehr helfen werden, aus diesem Kernpunkt, durch diese Kerninformationen, werde ich das, was du mir sagst, wochenlang wie eine Zwiebel weitere und weitere und weitere Informationen einfach herausholen. Das heißt, wenn du magst, kannst du jetzt schauen. Und mir die Informationen geben, die du in meine Niere einfach auch wahrnimmst. Okay, Mentor, ich gehe nachher darauf, wieder darauf ein, aber du hast mich darauf gebracht. So, ich fühle jetzt diese Laserstrahl, so wie Akupunktur. Akupunktur ist auch was Ähnliches, oder Akupressur. Ja. Okay, Dankeschön. Da bist du überfordert. Okay. Das ist einfach, das ist die Freiheit einfach auch der Entscheidungen. Ne? Das heißt, du könntest das jetzt tun, sonst hätte ich die Information nicht bekommen. Und wir müssen nicht. Ich treffe auch immer meine Entscheidungen, ob ich möchte oder nicht. Und mein Gefühl ist, wenn mir das deine Seele suggeriert hat, dass du das dann heute Nacht oder morgen oder die nächsten Tage das einfach auch wieder aktivieren wirst. Weil die Information ist einfach auch ganz klar gekommen. Und diese Art von Information, die ich bekomme, die schon eben tausende von Mal nee, über Skype geht nicht, ja. Soll ich dich anrufen? Soll ich dich anrufen, Madle? Deine Nummer sehe ich über Skype. Wohl eben über Skype mit 5 Euro im Monat. Man kann in ganz Europa anrufen. Flatrate. Es geht jetzt über den Kopf, da klappt es nicht. Okay. Na, ich denke, das ist eine Entscheidung, die du jetzt getroffen hast. Ne? Wir treffen immer Entscheidungen. Ich weiß, dass diesen Bereich, in diesen Bereich reinzugehen, wo wir Meister sind, das ist also wir können das immer, wir können das auch nicht abstellen. Ne? Ich habe immer noch Probleme, wenn ich die Dinge tun soll. Okay. Du sollst nicht, du musst. Ja, die Seele diktiert immer alles. Das ist aber ein schöner Satz. Ich habe immer noch Probleme, wenn ich Dinge tun soll. Eigentlich sollst du das immer machen, also du machst das immer, weil das deine Natur ist, aber du machst immer das Gegenteil. Wir alle, ich auch, ne, wir machen immer alle das Gegenteil. Und wenn wir die Möglichkeit haben,
nicht das Gegenteil zu machen, kommt uns vor, wie wenn wir müssen. Das heißt, man zwingt sich, man muss immer, ich muss immer mein Talent unterdrücken, ich muss immer mein Talent unterdrücken, ich muss immer mein Talent unterdrücken. Und wenn die Seele mich einlädt, dann mein Talent zu leben, dann kommt es wie ein Muss vor. Das kenne ich auch, also ich bin auch so, ne? Hab die Frage nicht verstanden. Kannst du bitte einmal, darf ich lesen? Ja, ich glaube schon. Bitte einmal sagen, dass ich im heutigen Leben René heiße. Okay. René? Okay. Ist das eine Frage? Also ich werde das bald so einrichten, dass man einfach Skype-Konferenzen machen kann, aber wie gesagt, das dauert noch. So, René. Ich kann Menschen korrekt beschreiben, wenn ich nur ein Foto und keine sonstige Info habe. Okay, aber wie gesagt, die Dimension, wovon ich jetzt gesprochen habe, ist einfach, ist die Kernkompetenz. Also dass vielleicht in 2 Wochen, in 2 Tagen oder heute Nacht wirst du sie einfach erkennen und aktivieren. Sonst würden wir jetzt nicht darüber sprechen, weil ich hatte einfach von deiner Seele schon das Gefühl bekommen, dass ich dich fragen soll. Ne? Und da hast du einfach auch gefragt. Aber eben, ich würde das vielleicht jetzt einfach auch, vielleicht was mit deinen Augen ist, ob du mit deinen Augen, hast du eine Sehschwäche oder, ja, ich würde die Aufmerksamkeit auf die Augen bringen. Das mit den Augen ist richtig und danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, nur ich sehe wirklich alles. Ja, ja, aber eben, dieses alles sehen, zu viel sehen, verhindert dich, lähmt dich. Ne? Und oft siehst du einfach Sachen, was die anderen nicht wollen vielleicht. Ne? Und da gibt es Probleme. Das heißt, du hältst dich dann zurück mit deinen Sehen, weil dieses übermäßig Sehen, zu viel Sehen, macht dich einfach auch lähmt dich. Nee, ja. Und außerdem habe ich Seelen gesehen, Tote, und damals habe ich nicht gewusst, dass es, was es ist, woher und wohin damit. Ja, als Kind haben wir das schon gewusst. Ne? Und dann hast du es mit 28 abgelehnt, ja. Ja, aber eben, also was ich oft, ich habe, wie gesagt, zweitausend Menschen zum Channeln gebracht, also deren Kanal geöffnet. Und das Erste, was ich tue, ist eine Schraube oder ein Regulierding einbauen, damit du entscheiden kannst, jetzt will ich sehen, jetzt will ich nicht sehen. Weil wenn du ungefragt schaust, die andere Seele hat dich nicht gefragt und du siehst den Mensch oder du siehst die Fremdseelen und die wollen nicht gesehen werden. So, ich mache meistens meine Kanäle zu und oder im Wachzustand und nur wenn ich gefragt werde, wenn ich das Gefühl habe, jetzt darf ich das machen, dann ja, dann schalte ich sie ein. Und
tue es aus der Unschuld. Deswegen, dieses ständig Sehen verhindert eigentlich auch die eigene Freiheit. Habe es mit 28 abgelehnt. Tiere, tote Mäuse zum Beispiel sehe ich heute noch. Okay. Ja, ich wurde vielleicht, also eben, das ist ungewohnt, weil normalerweise ein Organ ist zu stark und einer ist zu schwach. Aber bei dir ist alles in den Augen. Also die Augen sind zu stark und zu schwach gleichzeitig. Aber eben, es lebe die Freiheit, wenn du deine Augen schließen kannst. Aber wie du gesagt hast, du kannst deine Augen, wenn du deine Augen schließt, dann siehst du trotzdem. So, das heißt, das ist keine, das ist die intuitive Intelligenz, wo ich meine, die ist organisch begrenzt auf die Augen und die verhindert dich, ja, verhindert dich, die grenzt dich ein, die macht dich unfrei, dann macht dir das Angst, das stört dich, das, es gibt nichts Schlimmeres, du machst die Augen zu und die Augen sind trotzdem immer noch auf, ne? Deswegen, lass es einfach auch wirken, reden wir jetzt nicht darüber. Und ich lade dich einfach ein, diese andere Dimension des Sehens einzuschalten. Na, ich lade dich einfach ein, diese Information auf dich wirken zu lassen, ja. Lass diese Informationen auf dich wirken und ja, und ich erzähle dir vielleicht ein Beispiel. Ich habe Seminare, wie gesagt, überall in der Welt gegeben, in Italien auch. Ich habe immer auch auf Italienisch, Spanisch, Deutsch, so Englisch und Französisch. Und in Italien ist ein Gewerkschaftler gekommen zu einem Seminar. Ein wichtiger Gewerkschaftler. Jeet, ich habe gehört, dass du weißt, dass du Kompetenzen sehen kannst und so und so und so und so. Ja klar, das ist meine Arbeit. Ich kann 100 Leute hintereinander symbolisch erstmal deren Kernkompetenzen sehen und ansprechen. Und dann sagt er, Jeet, du kannst Kompetenzen herausholen. Kannst du Kompetenzen einfach auch wieder verschwinden lassen? Das hat mich noch niemand gefragt. Warum? Jeet, ich bin ein wichtiger Mensch, ne? Aber ich sehe meine tote Schwiegermutter ständig im Haus, am Kleiderschrank, im Schlafzimmer. Ich flipp aus, im Flur. Bitte, ich sehe die Seelen. Ich sehe alle Seelen, die sich bewegen. Kannst du mir diese Kompetenz nicht wegmachen? Damals habe ich das nicht verstanden, so wie ich das jetzt mit der organismischen Intelligenz einfach auch verstehe. Und habe ich gesagt, Mensch, erstmal üben wir diese Kompetenz, akzeptiere sie. Ich habe ihn arbeiten lassen bei alle anderen Seminarteilnehmer, der wusste alles, zack, zack, zack. Habe ich ihm Einweihung gegeben, dann konnte er auch mit den Seelen einfach auch an ihren Platz schicken, ins Licht oder aufheben oder Besetzung und so weiter. Und eben, und nachdem er, und nach ein Jahr so hat er seine Ruhe gehabt und dann ist er einfach auch gegangen. Dann braucht er einfach auch keine Unterstützung mehr, sein Ziel hat er einfach auch erreicht. So. Jetzt kommt noch eine Frage, erstmal vom Mentor. Er hat diesen Satz gelesen. Die zentrale Divergenz ist eine Konvergation der Konvergenz.
Ja, Divergenz und Konvergenz, Konvergation der Konvergenz. Strukturelle Problematiken im Hinblick auf Proportionalitätsfaktoren, der zu untersuchende Faktoren. Ich habe auch Philosophie zum Teil einfach studiert, aber diese Art zu lesen oder zu schreiben, die lehne ich jetzt ab. Ist zu kompliziert oder unverständlich. Ja. Dann kommt noch eine Frage. Hast du mal Erfahrungen mit Rückführungen in ein früheres Leben gemacht? Ja, Rückführungen. Entschuldigung. Ja, das mit der Rückführung ist eine Sache. Kam vor 3 Tagen im Fernsehen mit Lanze, Marco Lanze oder so. Also wenn ich was brauche, wenn ich Informationen brauche, dann kann ich das machen. Dann gehe ich einfach zurück. Ich habe meinen Körper, um Rückführungen zu machen. Aber das wurde einfach, manche Szenen, diese Rückführungen, haben die Leute so übertrieben, dass in Rückführungen hat man sich immer andere Seelen geliehen, um noch irgendwelche Emotionen mit Rückführungen auch zu haben. Also in Rückführungen kannst du dir natürlich auch die Seele, die gerade am Eck ist oder von den anderen, dir seine Erfahrung einfach holen und die als deine einfach auch ausgeben. Und das passiert sehr oft, das habe ich oft gespürt. So natürlich die viele, die sagen, ich war Kleopatra, das heißt, Kleopatra steht für alle zur Verfügung. Und jeder, der eine Rückführung macht, holt sich das Bild von Kleopatra. Das heißt, in den Rückführungen, man macht sie manchmal wie ein Sport oder als Tourismus oder egal. Und aber grundsätzlich, wenn du deine Emotionen lebst und wenn du in deinen Körper gehst und den Körper bewegst, lässt einfach auch bewegen und die Stimme lässt und irgendwo im Wald oder am Strand und lässt einfach deinen Körper frei, deine Stimme frei, dann hast du schon eine Rückführung. Dann kriegst du schon die Geister der Vergangenheit. Ist alles im Körper. Also, natürlich, es ist gut, das in Begleitung zu machen, aber grundsätzlich lass einfach deinen Körper bewegen, lass die Stimme frei und so geschieht eine Rückführung. Oder nimm einen Spiegel, halte eine Kerze drunter und fixiere deine Augen im Spiegel. Und schon kriegst du x Rückführungen. Aber in jede Zelle deines Körpers sind die Leben von allen Lebewesen. In unserer DNA sind alle frühere Leben, aber von allen. Das heißt, für mich ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden, wenn ich jetzt aus meinem genetischen Code kann ich mir ein früheres Leben hochholen, aber das kann natürlich auch das von meiner Großmutter sein oder von Julius Caesar. Das heißt, unser Körper, da braucht man nicht zu glauben, das ist so, es ist, geht nicht anders. Wir sind die Summe von Milliarden von Jahren und
Eine Rückführung ist eine Anleihe. Ich leihe mir aus meinem genetischen Code Informationen, eine frühere oder irgendeine Inkarnation, die es irgendwann einfach auch gegeben hat. Ich würde gerne mal eine Forschung machen, ob es wirklich die Seele an sich reinkarniert, dass immer die gleiche Seele bleibt. So mein Gefühl ist, dass sie einfach auch, wenn die Seele in neue Dimensionen geht, dass wenn sie wieder inkarniert, ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Deswegen würde ich einfach das gerne mitforschen. Alle Rückführungen sind die Rückholung irgendeiner Erfahrung, die in irgendeinem emotionellen Bereich du dir von Julius Caesar geliehen hast, hast du die gleiche Emotion und die Rückführung mit Julius Caesar hilft dir, weil er das gleiche Problem gehabt hat. Ich würde das einfach auch nicht spezifizieren und ich würde das einfach nicht festlegen, dass du es warst, sondern dein genetischen Code braucht Informationen, um etwas zu verstehen. Du holst dir diese Informationen und diese Erfahrungen und mit Hilfe von Julius Caesar lernst was. Gibt es destruktive Intelligenz? Ja, destruktive Intelligenz ist das, was jetzt 5 Milliarden Menschen machen. Alle machen sich krank, alle missbrauchen einander, alle, ja, destruktive Intelligenz regiert die Welt. Wer nutzt schon die eigene Intelligenz? Ich auch nicht. Also, ich drücke mich auch hier und da und da und da und da und da. Destruktive Intelligenz ist die Norm. Nicht nur gibt es, sondern sie regiert die Welt. Und wir wollen, dass es so bleibt, oft. Auch wenn viele sagen, ich nicht, ich bin in Liebe, ich bin so, 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 so und so. Aber woher kommt diese Fragen, Mentor? Sei es Mentor, so, ich antworte gerne nicht theoretisch, sondern einfach auch nur mal mit Beispielen. Ne? Das ist sehr interessant. Wenn du von Rückführungen einfach auch sprichst, in dir sind zum Beispiel, das darf ich sagen, weil die Information ist gekommen, sind Anteile von Zwillinge. Also du hast etwas, eine Zwillingkompetenz, die sich oft meldet und die du einfach auch nicht lebst. Ne? Das heißt, du tendierst oft in Begegnungen, die du hast, ein Teil des anderen einfach auch zu sein. Das heißt, dass du jetzt einfach dieses Schreiben einfach auch mit mir ist eine Ergänzung auch da. Für mich Zwillinge sind nicht gleich, sondern sind eine getrennte Ergänzung. Und ich würde einfach auch, ja, diese, also wenn du Rückführungen machen würdest, dann würdest du dich im Zwillingsdasein einfach wiederfinden. Und Zwillingserfahrung in der Rückführung, egal welche, würden dich einfach zufriedenstellen. Und die kannst du dir holen, wo du willst, weil du möchtest einfach auch Erfahrungen mit Zwillingsbewusstsein, mit Zwillingsdasein,
Das ist eine ganz andere Welt. Ich bekomme die Information, aber ich weiß gar nicht, was Zwillinge sind, weil eben nur ich gebe diese Information. Ne? Die sind einfach aus der höchste Quelle, weil ich sie jetzt mit einer großen Klarheit einfach auch bekomme. Das heißt, wenn du Rückführungen machen würdest, dann würdest du in irgendeine Situation kommen, wo du aus irgendeinem genetischen Code in deinem Körper, in deinem genetischen Code ist alles geschrieben, was im Universum geschehen ist, holst du dir irgendwelche Zwillinge aus irgendwelchen Leben, aus irgendwelchem Land, was gerade jetzt zu deinem Muster passt und zu das, was du jetzt einfach auch lernen möchtest. Ob das per Hypnose geschieht? Nö, einfach so. Ich meine, ich denke, wir sollten wieder in die Natur gehen. Also die ganzen Techniken, Hypnose, sind natürlich auch gut, in die Tiefe zu gehen. Ich kenne sie alle nicht oder mich interessieren sie nicht, weil wenn ich die Augen zumache, wenn ich frage, dann fühle ich alles und sehe ich alles. Und wenn du wieder sehen und fühlen möchtest, dann meine Empfehlung, gehst in die Natur, lässt deinen Körper bewegen, wie er will, wie ein Verrückter. Da kommen die Geister raus. Und lass deine Stimme frei. Mach das 3 Tage lang. Und dann wirst du Hypnotiseur. Ja, dann bekommst du alle Informationen, die mit deinem System zu tun haben. Das heißt, wir haben immer die Chance, ohne Fremdhilfe zum Beispiel in der letzten Ausbildungsgruppe mit organismischer Intelligenz haben wir so eine Meditation entwickelt. Bei Gelegenheit wurde sie einfach auch zeigen. Eine Teilnehmerin aus München wollte sie auch täglich machen. Wir sind nicht mehr dazu gekommen. Ich schaffe oft nicht, Menschen zurückzurufen. Also die Meditation ist einfach so, du lässt deinen Körper bewegen, so wie er einfach auch möchte. Mindestens 15 Minuten. Aber die Füße auf dem Boden. Ne? Kannst du natürlich auch in dein Zimmer machen. Nur den Körper, am Anfang nicht mit Stimme. Und erkennst. Natürlich muss man das einfach auch tun. Ne? Am besten schließt du dein Zimmer, bist du leise und fängst an, dich zu und kontrollieren. Und der Körper weiß alles. Machst, was du willst, was gerade kommt. Aber jetzt, ich bin im Sitzen, du machst es einfach auch im Stehen. Die Füße müssen auf dem Boden sein. Ja, lass deinen Körper machen, was er will. Wenn du dich schämst, schließe dein Zimmer. Oder ich habe das in Gruppen gemacht und das war sehr spaßig. Danach ist immer eine Disco ohne Musik entstanden. Also das ist, ich denke, damit kann sich jeder selbst heilen. Der Körper sagt dir alles. Aber natürlich nicht 2 Minuten, machst das so lang oder regelmäßig, jeden Tag 1 Stunde. Und wenn du aber in die Bewegung gehst, 1 Stunde dich bewegst, musst du auch 1 Stunde meditieren dann, also still sitzen. So, einfach 1 Stunde in die Hyperaktivität oder 10 Minuten hyperaktiv und 10 Minuten Stille. Das habe ich von Osho gelernt, der hat das einfach auch. Seine Meditationen sind weltweit jetzt, werden sie überall gemacht. Ich werde hier irgendwo
ein Bild von Osho bringen. Wir haben eine Mütze. Wir haben von Buddha hier, Sai Baba, von Sahaja Yoga. Also wir haben einige von Meister, einige Symbole hier. So. Ist das auch zum Abnehmen geeignet? Dankeschön. Also Mentor von René kommt. Wenn du deine Blackbox mal ausmachst, wirst du merken, dass du keine Konkurrenten hast. Okay, ich denke, Mentor, du wirst das verstehen. Dann Rolex. Ist es möglich, durch Hypnosetechniken die intuitive Intelligenz zu aktivieren? Beziehungsweise besteht die Gefahr, dass destruktive Elemente mit aktiviert werden? Ich überlege nämlich, ob ich mich einer Hypnosetherapie unterziehe. Also in Begleitung ist natürlich gut, ne? Aber destruktive Elemente, besteht die Gefahr, dass destruktive Elemente mit aktiviert werden? Ich würde zuerst die destruktiven Elemente aktivieren. Das heißt, bewusst machen. Die eine Frau, also wir haben nach meinen Seminaren sind immer spezielle Kompetenzen einfach herausgekommen. Und zum Beispiel die eine in, die hat eine Wutkompetenz. Wut tut gut. Das heißt, sie hat Gruppen angeboten, also wir haben das entwickelt, und sie hat Gruppen angeboten, wo Wut tut gut, es ging um Wut. Jeder konnte seine Wut mit seiner Wut kommen. Das heißt, und wir haben diese destruktiven Elemente genommen und in kodierte Form, in Übungsform dann ausgedrückt, in bewusster Form. Und natürlich hinter jeder Wut war etwas Gutes. Das heißt, ich wurde mit den destruktiven Elementen kennenlernen, die versteckt sind. Und wenn ich die kennenlerne und aktiviere, dann werden sie bewusst und dann verschwinden sie. Weil wir meistens nur positiv sein wollen. Ich bin dafür, holt alle Dämonen und Teufel aus euch raus, weil das Licht lässt sie verschwinden. Wenn sie versteckt sind, alles was versteckt ist, destruktive Elemente mit aktiviert werden. Denke mal, du hast destruktive Elemente in dir, die versteckt sind. Bloß raus damit in einen Kontext, wo du mit Theater, mit Meditation, mit Tanz, guck mal, die Kunst, die Musik hat so viele destruktive Elemente herausgeholt. Wie viele Leute haben sich mit Musik geheilt? Also muss nicht immer, aber das Bewusstmachen der destruktiven Elemente ist das Beste, was man machen kann, spielerisch, bewusst machen. Ich habe in meiner Kindheit oft Gewalt erfahren und habe Angst, dass diese wieder aktiviert werden. Ja, Dankeschön. Ja, ich wurde einfach täglich 10 Minuten lang, also diese Gewalt, die drin ist, die soll schon über den Körper gehen, so nur psychisch ist es nicht. Verprügele jeden Morgen dein Kissen, aber richtig. Also, versteckte Gewalt, das ist nicht so gut. Alles, was unterdrückt ist. Natürlich,
Ja, wenn du, also Osho-Meditationen sind am besten. Ansonsten gehst du zu Veresh in Holland. Das ist der beste Therapeut der Welt, der seine Meditationen sind vielleicht für dich am besten. Ich weiß, du brauchst Begleitung, das weiß ich, was du meinst. Oder Baustelle, eine Woche Baustelle. Oder Santiago de Compostela, 2, 3 Wochen laufen. Also etwas, wo dein Körper, wo die Sachen nicht in den Kopf gehen. Das heißt, nur wenn diese Sachen sich im Kopf stauen, dann sind sie einfach auch gefährlich. Ne? Wäre eine zusätzliche Wuttherapie sinnvoll als Begleitung zur Hypnosetherapie? Ich glaube, ich weiß es nicht, ob es gut ist, das einfach auch zu mischen. Aber Wuttherapie, das Wort Therapie ist auch nicht immer schön. Kunst. Ich fühle mal ein bisschen rein, ne? Möchte jetzt nichts auf die Schnelle sagen. Na, natürlich, vielleicht für in deinem Fall ist einfach das Verzeihen einfach auch wichtig, ne? Holt dir alle Bilder hoch und verzeih an alle Menschen, die dir Gewalt gegeben haben, ne? Aber wie gesagt, ich habe zu viel Respekt. Ich danke dir sehr für deine, dass du mir das uns alle anvertraut. Ich würde dich jetzt einfach umarmen und das ein bisschen schwimmen lassen und warten. Ich glaube, dass diese Informationen, die wir jetzt gesagt haben, werden dir im richtigen Moment die richtigen Schritte einfach auch suggerieren. Das heißt, lass das ein bisschen wirken. Und im Grunde genommen, für mich, destruktive Elemente sind immer nicht gelebte Gefühle. Und das heißt, ich würde einfach schauen. Zum Beispiel ein Teil von dir ist Poesie, Rolex. Eine nicht gelebte kreative Energie, die das ergänzt, ist Poesie. Ich würde einfach dich einladen, zum Beispiel jetzt für GTV eine Poesie zu schreiben und die zurückgehaltene Poesie, uiuiui, sind so viele. Die zurückgehaltene Poesie ist das, was einfach auch Gewalt angezogen hat. Ich gucke kurz, was die anderen schreiben. Vielleicht haben sie was für dich. Peter, Jofiel, bevor ich mich nun verabschiede, ich komme gleich zu dir, aktiviere ich das Potenzial der Ringe der Seele und richte es auf jene Ereignisse, durch die zu sehr außer Harmonie geraten sind. Wow. Ich stelle alle zu sehr in den Lichtstrom des Schöpfer, um ihren physischen Körper von allen negativen Informationen und Emotionen zu befreien. Gottes Segen und Liebe von Peter Joffiel, zeitlos. Zeitlos. Wow. Dankeschön. Wow. Also bevor ich mich nun verabschiede, aktiviere ich das Potenzial der Ringe der Seele und richte es auf jene Ereignisse, durch die zu sehr außer Harmonie geraten sind.
Ich stelle alle zu sehr in den Lichtstrom des Schöpfers, um ihren psychischen Körper, physischen Körper von allen negativen Informationen und Emotionen zu befreien. Gottes Segen und Liebe von Peter Jofiel, zeitlos. Ist ja auch eine Poesie. Danke, Jofiel. Also von René. Begreifen, dass er auch nur ein Gefühl ist, leben und genießen, wenn betrifft das. Alle Gefühle dürfen wir auch genießen lernen. Die schönste Art des Loslassen. Genießen ist nicht so einfach. Ja, ja. Gibt es auch eine Lachkompetenz? Vielleicht machen wir das jetzt mit Rolex. Wenn das für dich okay ist, würde ich das jetzt so ein bisschen schwimmen lassen und wirken lassen. Und würde ich das jetzt schließen. Vielleicht kommen noch einfach auch Informationen. Aber vielen, vielen Dank für deinen Mut. Vielen Dank. Ja, man, das sind schon persönliche Sachen und du hast sie einfach auch erzählt. Ne? So, jetzt kommt noch von Mentor. Gibt es auch eine Lachkompetenz? Ich habe mal von Lachkönig gehört, der Depressivität durch Lachtherapie heilt. Ah, ist das auch, nochmal, ist das auch zum Abnehmen geeignet, auch noch vom Mentor, diese Bewegungen? Ja, das Beste zum Abnehmen ist, abnehmen kann man nur mit Emotionen abarbeiten. Abnehmen, zunehmen. Emotionen durchleben, ja, du hast recht in diesem Kontext. Ja, genau. Das heißt, wenn du den Körper machen lässt, was er will, das ist die beste Therapie, die beste Gymnastik, das beste Tanz, so ist einfach Breakdancing und alles entstanden, lass den Körper tun eine Zeit lang, was er will. Aber geh dann in die tiefste Emotionen und erlaube sie. Dann nimmst du ab. Dann braucht er den Körper den Schutz nicht mehr. Ja, Lachkompetenz. Ich würde gerne wieder die Lachmeditation machen. Es gibt eine Lachmeditation, habe ich oft gemacht. In meiner Beamterzeit, 3 Wochen lang. Das empfehle ich. Okay, ich glaube, dass ich würde jetzt gerne. Der Jofiel hat eigentlich schon mit seiner Sache das abgeschlossen. Er sagt, wir sind einfach auch jeden Abend da. Du kannst einfach auch gerne auf Sendung gehen. Ich würde einfach jetzt einladen, alles, was dich noch heute bewegt, die Erfahrung zu machen, stelle einfach auch die Frage, stelle die Frage, dann geh in die Stille und horche auf die Antwort.
Wenn es nicht funktionieren sollte, dann stelle 15 Fragen und lass sie im Raum stehen. Dann stelle nochmal 15 Fragen und lass sie im Raum stehen. Dann stelle nochmal 15 Fragen. Zwinge dich, Frage, Frage, Frage. Musst du übertreiben auf eine Seite, um die andere Seite kennenzulernen. Das ist die Übung. Ja, und dann stell wieder, nachdem du diese 3x15 gemacht hast, stell wieder die eine Frage und sei ganz still und die Antwort kommt. Kommt die Antwort vielleicht nicht, was ich nicht glaube. Mach das nochmal. Stelle 15 Fragen und sei still. Stelle nochmal 15 Fragen und sei still. Stelle nochmal 15 Fragen und sei still. Ja, mach das so lang, bis einfach die Antwort kommt. So grundsätzlich, ich bin einfach schon ein Freund, dass es alles, man kann sich alles selber helfen. Ich möchte einfach, dass jeder, also meine Einladung auch für die Leute, die in meine Seminaren gekommen sind, wenn du es selbst dir nicht helfen kannst, dann kann dir niemand helfen. Wenn du bereit bist, dir selbst zu helfen und alles zu tun, dann können dich andere Menschen pflegen, begleiten, dir den Raum schaffen. Was ich gemacht habe im Bereich intuitive Intelligenz, ich habe die Bühne gebaut. Ich habe geführt im Sinne, dass die Stille da war, dass nur authentische Informationen gegeben worden sind. Das ist der Dienst, aber grundsätzlich, jeder macht es selber. Und das heißt, pflegen, vorbereiten, Werkzeuge geben, das ja. Aber alles andere kann dir niemand was geben und niemand was wegmachen. Jo, ich habe 3 Stunden geschlafen heute Nacht. Und ich bedanke mich sehr. Rolex. Okay, noch eine Frage. Ich habe noch eine wichtige Frage. Ein Verwandter ist als Soldat in Afghanistan stationiert und hat die traurigen Ereignisse letzte Woche miterlebt. Er ist sehr niedergeschlagen und hat Angst vor der Gefahr. Wie kann er mit intuitiver Intelligenz die negativen Energien von sich abhalten? Ja, also das Einfachste in solchen Momenten ist, es soll einfach mit dieser Seele Kontakt aufnehmen. Also einfach Kontakt mit den Seelen, den Menschen, die zu Schaden gekommen sind in Afghanistan. Kontakt aufnehmen, mit denen sprechen, fühlen. Mitfühlen. Die Seelen sind alle schön. Und dann braucht er nicht keine negative Energien von sich abzuhalten. Also in dem Moment, wo du mitfühlst, dann, wenn du nicht mitfühlst und zumachst, dann kommen negative Energien. Ne? Aber die negativen Energien wollen, dass du wieder aufmachst. Ne? Deswegen, also meine Empfehlung ist, den Soldat soll Kontakt mit diesen Seelen aufnehmen und mit diesen Seelen reden. Mitfühlen, lieben, streicheln, um Entschuldigung bitten, stellvertretend. Ja, da kann man sich eins abweinen, wenn es kommt. Das ist
Das macht schön, das macht glücklich, das macht, bringt zu neue Erkenntnisse. Ja, probiere das mal. René, am Mittwoch ist Neumond, Neubeginn, alte Dinge können abgeschlossen werden, Gewohnheiten leicht abgelegt werden. Mentor, nur wer sich selbst hilft, kann auch andere helfen. Kann man negative Energien auch für sich nutzen, um Kraft aus ihnen zu gewinnen? Ja, grundsätzlich, negative Energien sind nicht gelebte positive Energien. Das heißt, nutze die Hassenergie oder die Wutenergie als Kraftstoff. Fühlst du dich schwach, hole dir ein bisschen Wut. Aber nutze es einfach auch bewusst. Und mit dieser Wut, den du dir bewusst hochholst, gehst du laufen oder putzt du das Haus oder gehst du zur Arbeit. In dem Moment, wo du die Wut einfach bewusst nutzt, ist es Kraftstoff. Bloß nichts verstecken und nicht unterdrücken, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Spielerisch und diese Meditation, einfach den Körper bewegen, einfach Schritt für Schritt einfach auch machen, bewegen lassen, immer ein bisschen, das glaube ich, dass die einfach auch sehr gut an alle tun wird. Ne? Also der Körper, durch den Körper können wir einfach auch vieles tun. Naja, die Wut, ja okay, die Angst ist da, dass die Wut unkontrolliert ist. Aber in dem Moment, wo ich sage, so, jetzt mache ich die Wutmeditation. Oder ich möchte meine Wut kennenlernen. Ist nicht einfach. Ist das Schwierigste in der Welt. Jetzt einfach so in die Wut zu gehen, ist schwierig. Und wenn du es schaffst, jetzt kalt in die Wut zu gehen, dann wirst du Meister deiner Wut.